So, liebe Leute, heute heißt es hier Finale in Tokio und ich würde sagen, das spielen wir gerade und ich habe das Gefühl, es kommt noch so zu so einem kleinen Konflikt mit diesem Peter, whatever er heißt, Peter Pan, der fuckt mich so ein bisschen ab, aber ja, Panadium, Pan, also es könnte sein, dass er das spielt, spielt er da im Finale, spielt er da, oh yes, das ist er, den rasieren wir, let's go. Oh nein, sie gehen in Führung. Sie gehen in Führung. Da ist die Chance, da ist es. 1-1. Leeres Tor, leeres Tor. 2-1. Jo, kann man mal so machen. Oh, das war ja ganz einfach. 3-1. Leeres Tor. 4-1. Leeres Tor wieder mal. Oh Gott, ich nutze es einfach nicht. Ich mache einfach nur Müll. Jetzt aber leeres Tor. Leeres Tor. Ja, Deckel drauf, gewonnen! Das Finale hier gegen den komischen Spaß. Mal gucken, was das jetzt hier, was hier jetzt passiert. Das ist Wahnsinn! Der Cliff wird dein Channel sprengen. Im Ernst? Dein Channel. Ihr habt gerade euer erstes Turnier gewonnen. Das gibt tausende Views, Jay. Oder mehr? Ja. Okay. Okay. Dein Kommentar? Ihr habt gewonnen. Und? Ihr habt gut gespielt. Und? Glückwunsch. Entschuldigen für Anfänger. Lektion bestanden. Gut möglich, dass du nichts mehr von mir wissen willst, aber wenn ich dir beim Erreichen der WM helfen kann, sag mir Bescheid. Schuld dir was. Das nicht. Oh. Er hat's getan. Nein, nein, nein. Ist das echt passiert? Ist ja alles auf Video. Oh, gut. Okay, ihr habt genug gefilmt. Holt euch lieber euren ersten Pokal. Oh ja! Red? Ja! Ja! Danke, Tokio! Dein Team hat großen Kampfgeist bewiesen. Ja, haben sie. Yo, Sid! Sag mir Bescheid, wenn ihr spielen wollt. Echt jetzt? So, jetzt dürfen wir noch dir diesen Kotaro, wie auch immer, besiegen. Da bin ich ja richtig mal gespannt drauf, was er so drauf hat. Und wir spielen, ich habe den Dings verpflichtet, den, das Arschloch da rechts. Der spielt jetzt bei uns, war erst ein 75er, den muss ich einfach mitnehmen. Wenn ich nur mit so 60er im Team rumpimmel, macht das keinen Sinn. Und ich habe mich nochmal ein bisschen umgestaltet. Sieht noch ein bisschen hübscher aus. Oh, jawohl, ganz einfacher Fußball hier. Okay, da war auch schon der Ausgleich. Also ganz so einfach ist dann noch nicht. Jetzt aber leeres Tor, ja. Oh mein Gott, war das dumm. So, wir haben das Spiel inzwischen gedreht. 4-3. Einer noch.
Okay, fuck, steht 4-4. Also der ist echt nicht schlecht. Jetzt, der muss jetzt sitzen, der Angriff. Mitte ist komplett offen. Jetzt aber, ja! Ganz starkes Ding. Ganz starkes Ding. Hey, gut gemacht in Tokio, Ref. Du warst klasse, doch gute Spieler heißt noch kein gutes Team. Daher musst du nach Amsterdam. Den Fußball, den die spielen, ist anders. Hart. Da, wo du hingehst, habe ich mit Ed van Gils trainiert. Hör zu, ich komme gerade von der OP und die Genesung dauert noch. Daher musst du neue Spieler für mich finden. Und denk an das Sprichwort. Wenn Amsterdam dich nicht umbringt, macht es dich stärker. Was denn, ein Hinterhof? You have to be slamming right. Hier ist nichts. Und was hat der für Probleme, bitte? Hey! Wo soll ich denn hinfahren, hä? Der ist groß und wütend. Hast du was gesagt? Hab dich nicht gehört. Komm raus! Sag mir das ins Gesicht! Das gibt's nicht. Sid? Rev? Was geht hier? Was macht ihr denn hier? Jay hat uns geschickt. Die Reste seines Teams. Hier soll irgendwo ein Platz sein. Ja, das Ding heißt, Wasserkocher? Du meinst den Boiler? Ja, genau, der. Ja, Boiler. Klar kenn ich den, da will ich auch hin. Für euch beide hier ist das nicht. Geht ziemlich zur Sache. Meinst du, das stört uns? Ja. Ja? Okay, dann pack da hinten und wir sehen uns auf dem Platz. Big T. Dude, echt jetzt? Hab's doch gesagt. Für manche ist der Boiler zu heiß. Hab euch gewarnt. Ed van Gils. Ed! Hey! Na, wie geht's, Mann? Hab verloren. Verloren? Ja, passiert halt. Gegen wen? Das wirst du gleich sehen. Also, wie sieht's aus? Ist das was für euch? Gib uns ein Spiel. Bitte. 4 gegen 4 Rushkeeper. Der Sieger macht weiter. Aber einfach spielen ist nicht. Ich meine, euch kennt hier keiner. Hey! J10! Ihr seid dran! Willkommen in Amsterdam! Ed van Gils kennt uns. Tatsache. Aber wer im Boiler groß sein will, muss auch groß aufspielen. Der Godfather hat euch gerade eingeladen. Rekord ist 5 Siege in Folge. Viel Glück. So, liebe Leute. Wir sind in Amsterdam. Und hier kannst du jetzt mal losgehen. 4 gegen 4 diesmal, nicht mehr 3 gegen 3, also wir haben schon Steigerungen vorgenommen. Das ist 1-0. Und da ist wieder ein leeres Tor. 3-0. So langsam läuft der Bums hier. 4-1, wir haben 1 kassiert. Aber das ist nicht der Rede wert. Wir müssen ja 5 Tore schießen, um zu gewinnen. Und wir müssen irgendwie 6 Spiele hintereinander, glaube ich, gewinnen. Weil der Rekord liegt ja bei 5. Und jetzt gebe ich mir einfach hier bestmögliche Mühe, um hier... Oh ja, machen wir es rein. Was macht er denn? Mach ihn rein. Ja, er macht ihn rein. 5-1. Wir müssen irgendwie 6 Spiele hintereinander gewinnen, um den Rekord zu brechen, der bei 5 Siegen in Folge liegt.
Das lief ja schon mal ganz ordentlich. So, das zweite Spiel ist auch in Parat, ist auch startklar, wie auch immer. Eins haben wir schon mal. Ja, 2-0, locker easy, also es ist keine Herausforderung eigentlich. Obwohl ich jetzt schon bei... Gott, ich sehe gerade meine Haare. Alter, ich habe ein richtig cooles Horn, das lasse ich jetzt einfach. Obwohl wir eigentlich bei... Inzwischen bei Profi sind, nicht mehr bei... Also das erste war Amateur, das wusste ich gar nicht. Eigentlich spiele ich auf Weltklasse. Dann sind wir auf Fallprofi hoch, das war auch zu einfach. Und jetzt sind wir auf Profi. Das scheint auch relativ anspruchslos zu sein. Leeres Tor. Um Gottes Willen, Junge. Basti gleich tatsächlich noch aus zum Winkel. 2-2. Von wegen nicht so anspruchsvoll. Ja, 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 ja! Kopfballtor. Jetzt schaue ich mir nochmal hier. Zack und dann. Boom, Kopfnuss. Ja, erste Halbzeit ist rum. Das ist unser Team so. Ist eigentlich gar nicht mal schlecht. Ich find's cool. Alter, 3-3. Was ist mit denen los? 4-3. Hat wieder genau gleich funktioniert. Einfach warten, dann hoher Ball über die ganze Defensive und dann Tor. Funktioniert bislang ganz gut. Dann wieder. Einfach langer Ball da vorne. Oh, da muss das Ding halt auch rein. Und die gleichen wieder aus, ey. Ich flipp aus. Foul! Ja, wollte gerade sagen, es war ein Foul. So, wohin mit der Murmel? Alter, nein. Nein, nein. Nein! Nein! Oh, das war richtig schlecht gespielt. Das war richtig schlecht gespielt. Nein! Oh mein Gott. Ich verliere dieses Spiel. Mein erstes Spiel verliere ich. Oh, okay. Das kann ich direkt nochmal machen. Das mache ich direkt nochmal. Oder geht die Story direkt weiter? Ah, ne, ich muss wieder von vorne anfangen. Also, alles klar. Okay. Okay. Ja, das machen wir dann in der nächsten Episode. Bis dann und tschüss.